Wenn der Driver Schlag oder Schwung für dich neu ist oder wenn du einfach nicht zufrieden bist mit deinem Driver-Spiel, dann ist dieses Video für dich. Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich freue mich auf dieses Video. Ich glaube, das Video wird dir gefallen. Bitte, falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere diesen Kanal. Ich freue mich, dich dabei zu haben. So, wie du siehst, ich habe hier 10 Tees. Und die Tees sind so reingesteckt im Boden, wie ich normalerweise sie hätte, damit ich die richtige Höhe habe. Übrigens zur Höhe, wenn ich den Schläger aufsetze, möchte ich die Hälfte des Balles sehen. Maximum 3/4 des Balles darf Höhe aus der Äquator des Balles sein. Aber ich finde, wenn man die Hälfte sieht, das reicht, damit der Ball hoch genug fliegt. Und falls ich ein bisschen in den Boden schlage, treffe ich dann den Ball nicht mit der Kante, damit der Ball so nach oben geht und man verliert Länge. Mir fällt auf, dass vor allem bei Anfängern das Problem beim Driverschlag ist, dass das Treffen nicht gut genug ist. Der Schläger ist so lang, der Schlägerkopf ist so groß, dass wenn man den Ball mittig am Sweet Spot trifft, dann hat man automatisch Länge, egal wie die Schwunggeschwindigkeit aussieht. Hier ist eine super Übung für dich. Schwinge um den Körper. Der Schläger ist fast parallel zum Boden. Was merkst du? Schaue bitte, wenn du das tust, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt. Jetzt schau, was meine Hände machen. Automatisch winkel ich beim Ausrollen und beim Durchschwingen entwinkel ich wieder. So, dieses Winkeln mache ich nicht bewusst, das passiert. Und solange ich meinen Körper drehe in beide Richtungen, solange ich nicht stoppe, dann winkel ich genau richtig. Ich time den Schwung genau richtig. Nur dieses Gefühl möchte ich auch beim Schwingen haben. Nur ich bin jetzt etwas nach vorne gebückt. Ich schwinge weiter um meine Wirbelsäule. Der Schläger ist jetzt steiler natürlich. Aber ich halte den Schläger ganz locker, damit meine Hände hier leicht winkeln beim Ausrollen, im richtigen Moment entwinkeln und dann wieder in diese schöne, ausbalancierte, lockere Position kommen. Glaub mir, dieser Weg, den Driver zu spielen, hilft sehr. Ich mache das mit sehr, sehr vielen Schülern, die neu mit dem Schläger umgehen. Okay, und dann letzter Punkt. Achte auf die Schulter, dass die Schulter auf einer Ebene bleiben. Guck mal, wo meine linke Schulter hinzeigt und wo meine rechte Schulter hinzeigt. Das ist beide auf den gleichen Punkt. So, wenn du die Schulterebene beibehältst, um deine Wirbelsäule schwingst mit lockeren Händen, dann hast du gute Chancen, den Ball zu treffen. Aber man muss den Ball mittig treffen. Man muss den Ball hier mit treffen. Und diese Übung ist wichtig. Ich werde versuchen, jedes Mal das Tee oben zu treffen und nichts anderes. Ich werde nicht den Boden treffen, ich werde das Tee oben treffen. 10 Mal und dann mit dem gleichen Gefühl, wie ich dir gerade beschrieben habe, werde ich diese 3 Bälle hoffentlich schön weit aufs Fairway schlagen mit kein Kraft. Du musst übrigens in der Lage sein, mindestens die Hälfte dieser Tees zu schlagen. So, mach genau das Gleiche, 10 Tees reinstecken. Wenn du nicht 5-mal das Tee oben triffst, musst du wieder von vorne. Wenn du mehr als 5 geschafft hast, dann darfst du gleich die 3 Bälle schlagen. So, wünsch mir Glück, es geht los. Oh, das Tee habe ich geköpft. Ich glaube, ich muss neue Tees kaufen. Übrigens, wenn das Tee wegfliegt, ist es wichtig, dass das Tee gerade nach vorne oder zurückfliegt. Wenn das Tee weit nach da fliegt, dann hast du wahrscheinlich den Ball mit der Spitze getroffen. So, du merkst, ich schaffe es, jedes Mal das Tee oben zu treffen. Und nur, oh, ich glaube, ich habe den Boden da gestrichen. Mann.
Okay. Noch zwei. Jawohl. Ich bin der Tee-Tot-Töter. Okay, so. Da habe ich automatisch ruhiger geschwungen. Ich bin in der Achse geblieben. Und das ist wunderbares Training. Weil ich werde jetzt weiter versuchen, das Tee oben zu treffen. Schöne Drehung, lockere Hände. Oh. Ich wünsche mir, du wärst hier, um das zu sehen. Das war schön. Der fliegt weit und der fliegt gerade. Also mir hat das Training sehr gut geholfen jetzt. Ich denke, das mache ich vor dem nächsten Turnier. Sehr, sehr schöne Übung. Bitte probier es mal aus. Falls dieses Video dir gefallen hat, vielleicht kannst du das Video an einem Freund, der nicht so lange Golf spielt, teilen. Dankeschön, dass du Golfen mit Freude besucht hast. Vielleicht kannst du mich ja in dem wunderschönen Lüttelsburg, hier im Norden, besuchen. Das wäre super. Oder komme mit mir auf eine Anfängerreise. Meine nächste Reise findet Ende des Jahres statt.